Selina zieht jetzt durch. Und zwar für immer. Oder für erstmal. Mal gucken. Ich wollte einfach nur kurz sagen, dass zwischen uns, so die Mädels haben mir gerade auch erzählt, so wie, du unterwegs bist und sowas. Ne? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Es ist in Ordnung für mich. Was habe ich gemacht? Auf jeden Fall jetzt Bescheid, ne? Nichts. Was habe ich gemacht? Bitte such das Gespräch nicht mit mir. Doch, ich such. Nein, Katz. Du kannst mir nicht eine Szene machen, wenn du dir selber nicht an die eigene Nase fässt. Auf zum nächsten Problemgespräch. Es gibt Paare, die sich paaren. Und es gibt Paare, die sich lieber quälen. Ich bin einfach nur enttäuscht. Vor allem, weil sie sich halt einfach leiten lässt. Und Leute versuchen, einen Keil zwischen uns zu treiben. Du machst mich gerade vor denen drin. Sorry, tut mir leid. Tut mir leid, Marvin. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt zum Clown gemacht habe. Ja, was ist daran? Fair. Ja, okay, ich finde, sorry, das aber nicht fair. So, wenn ich meine Zeit brauche, mich richtig zu öffnen. Aber dann und du das dich nicht kannst, ja? Dann ist das so. Weißt du, was okay, ich meine? Okay, dann ist das so. Weil das Problem ist, ich bin ein Mensch. Aber ich schiebe mir Komplexe, weil ich will genauso geliebt werden, wie ich eine Person liebe. Ja, und du gibst mir nicht so viel, wie ja, ich dir gebe. Ich werde nicht nach 4 Tagen zu mir sagen, dass ich ihn liebe, wenn es nicht von mir so ist. Wenn man halt so früh schon zu mir sagt, dass man mich liebt, dann ist es halt auch ein bisschen schwierig, das halt auch irgendwie so zu glauben. Soll ich mal raushauen, was ich alles unfair finde? Ja, dann hau raus. Dann hau raus. Ich will's wissen. Ich pack jetzt aus. So, ja, du machst hier die ganze Zeit Ashtakes und klatsch da drauf und bla bla bla. Ich hab nie, frag mal die Mädels, ob ich einmal drauf, ich hab nur so getan, als ob ich drauf klatsche. Ich hab nie drauf gehauen. Ich mach gar nichts. Wenn ich mit einem Mann rede oder sowas, krieg ich hier eine Welle. Und das ist Fakt. Okay, das ist Fakt. Das ist auch der Grund, ja. Das ist auch der das Grund, warum ich dir heute aus dem Weg gegangen bin, weil ich kein Drama wollte. Richtig? Gebe ich dir zu. Richtig, ja, genau. Ich dir recht. Ja. Ich kann schon sehr eifersüchtig werden. Deswegen würde ich sagen, bin ich schon mehr eifersüchtig als sie. Aber ja, gehört halt dazu, finde ich. Wenn gib jetzt die Mädels zu mir kommen und sagen, ja, ich wurde da und da angeflirtet, so, was soll man denn da glauben? Was haben wir die letzten Tage gesagt? Glaubst du nicht, dass sie versuchen, einen Keil zwischen uns zu treiben? Ja, aber du bist selber dafür verantwortlich, dass ich dir auch nicht mehr so viel abkaufen kann. Okay. Du kannst dich mal bei mir Drama machen. Glaubst du, hat die? Ich sag dir ehrlich. Du glaubst, hat die mehr als mir. Wenn du das sagst. Was dann, hä? Willst du mich wieder drohen? Nein, bin nein. Du dünn will, oder was? Lass doch mal diese Aussagen, checkst du es nicht? Du bist gerade so frech, Alter. Nein, es reicht mir einfach langsam. Frech, Alter. Sorry, dass ich auch mal irgendwann meine Meinung sage. Ja, okay, dann scheiß drauf, Alter. Ja. Scheiß drauf. Ist vorbei. Ist vorbei. Mit Selina. Ganz ehrlich, Mann, ja, okay, ich bin echt enttäuscht von dir. Ich bin echt enttäuscht von dir. Ich bin auch enttäuscht von dir. Ich habe ganz am Anfang gesagt, so, ey, ich bin nicht hier, um irgendwie einen Mann kennenzulernen. Und vielleicht hätte ich das auch einfach durchziehen sollen und mich nicht einlullen lassen sollen.